Tausch für den Frieden. 878 Chippenham, angelsächsisches Britannien. Wir wechseln jetzt wieder nach Britannien, so wie in der zweiten Folge. Inzwischen sind aber 7 Jahre vergangen. Bruder Elric ist jetzt ein Vertrauter von König Alfred und seit 5 Monaten Guthrums Geisel in Chippenham. Um freizukommen, muss er Guthrum überzeugen, Frieden zu schließen, was dem alternden Jarl widerstrebt. Bruder Elric war viele Monate lang Guthrums Geisel, während sich die Schlacht zu Alfreds Gunsten entwickelt hat. Jetzt hat Alfred das dänische Heer in Chippenham belagert und alle warten auf sein letztes Wort. Wird es Tod oder Gnade? Gepriesen sei Gott, der Höchste, Reisende, König der Könige. Hilf mir, deine Gnade und Vergebung jenen zu zeigen, die ihre am meisten bedürfen. Jarl Guthrum nähert sich! Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Elric, hast du dann erst einmal genug mit deinem Gott gesprochen? Ich befinde mich pausenlos im Austausch mit ihm, Herr, selbst wenn meine Lippen schweigen. Herr dies, Herr das, ihr Sachsen beugt schnell das Knie. Vielleicht seid ihr deshalb so ausgezeichnete Gefangene. Und doch hat dich König Elfrids Sachsenheer umzingelt. Tja nun, ich hatte erwartet, dass er nach dir schickt, aber 5 Monate und mehr hat er dich nun wortlos hier gelassen. Möglicherweise bist du ihm nicht so teuer, wie du mich glauben ließest. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Oder er findet deine Angewohnheit, die Worte Toter zu wiederholen, so unerträglich wie ich. Das bezweifle ich sehr, mein Herr. Komm, geh ein Stück mit mir. Sicher ist es fast wieder Zeit für dich zu beten. Ich spreche gerade heraus. Ich habe meine Männer davon abgehalten, Chippenham zu plündern, damit Alfred mir nichts vorzuwerfen hat, sollte er sein Heim zurückerobern. Ich verstehe. Tust du das? Wenn er uns besiegt, werde ich von deiner Gnade abhängen, so wie du nun von meiner. Wirst du für mich sprechen? Oder sind die Sachsen so nachtragend wie wieder? Christus gebietet uns anderen, die Gnade zuteilwerden zu lassen, die er uns bereits zeigte. Von mir hast du nichts zu befürchten, Herr. Nun, das werden wir ja sehen. Lange unter Alfred gedient. Sag mir, wie hält er die Treue seiner Leute? Nach Jahren der Niederlagen müssten sie sich doch danach sehnen, sich einem anderen Heer anzuschließen. König Alfreds Rolle wurde ihm von Gott zugewiesen. Ihn zu verlassen hieße, sich dem göttlichen Willen zu widersetzen. Es gibt keine Stärkeprüfung? Niemand ficht seine Herrschaft an? Warum sollte man? Er allein ist dazu bestimmt, uns zu führen. Bis Gott einen anderen wählt. Euer Glaube hat vielleicht doch etwas für sich. Was geht hier vor sich?
Die Reliquie, sie ist fort. Ich will, dass jeder Sachse hier vom Scheitel bis zur Sohle durchsucht wird. Warte! Kenne deinen Platz, Sachse. Diese Leute sind schon hier, seit die Belagerung begann. Sie haben keinen Grund, jetzt etwas zu stehlen, und fliehen können sie auch nicht. Beschuldigst du meine Männer? Ich beschuldige niemanden. Lass mich mit den Anwesenden sprechen. Ich finde die Diebe. Nein, du kehrst sofort in deine Zelle zurück. Ich werde die Verantwortlichen finden, ehe Elfred davon erfährt und beschließt, Chippenham mit Gewalt zurückzuerobern. Jemand von denen muss etwas gesehen haben. Altäre in Kirchen wurden aus Stein oder Holz errichtet, damit die Priester auf ihnen Opfergaben darbringen konnten. Sie waren unterschiedlich groß, konnten kostbare Reliquien enthalten und waren für einige christliche Rituale sowie die Messe von zentraler Bedeutung. Im 4. Jahrhundert fing man an, die Reliquien von wichtigen Heiligen in Kirchenaltäre zu integrieren. Alle Rituale, die wie in dieser Illustration zu sehen, an solchen Altären durchgeführt wurden, profitierten dann von der Heiligkeit der Heiligen, deren Reliquien hier aufbewahrt wurden. Manche Altäre waren fest verbaut, andere wiederum waren beweglich. Der Hauptaltar in angelsächsischen Kirchen war fast immer an der Wand des äußeren Gebäudeteils angesiedelt. Das bedeutete, dass der Priester, der die Rituale vollzog, sein Gesicht von den Kirchgängern abwendete. Seine Handlungen waren somit von der Gemeinde nicht einzusehen, womöglich um den Eindruck zu stärken, dass es sich um ein heiliges, fast schon privates Zwiegespräch zwischen dem Priester und Gott handelte. Verzeih, doch wurdest du vielleicht Zeuge, wie jemand die Kirche mit Dingen aus Gold und Silber verließ? Aber sicher, ein paar Sachsen kamen hierher, nahmen alles mit, was sie konnten und trugen es zum Haus des Schlachters, beim Markt. Das scheint mir seltsam. Gute Christen hätten keinen Anlass zu stehlen, was ihnen bereits gehört. Zweifelst du an meiner Ehre? Ich stelle nur etwas fest. Danke für deine Aufrichtigkeit. Schwester, hast du gesehen, wer die Reliquie und den Rest des Goldes nahm? Nichts sah ich. Lass mich in Ruhe. Sag mir, Bruder, hast du gesehen, wer aus der Kapelle gestohlen hat? Frag mich nicht. Bitte, geh einfach. Bevor man in ein Gebiet einfiel, war es für die Eroberer in Spee wichtig, die Gepflogenheiten des Landes zu kennen. Die Wikinger schickten zuerst Späher und Händler, um Informationen zu den Orten zu sammeln, die sie überfallen wollten. Gemäß diesem Eintrag in die angelsächsische Chronik aus dem Jahr 789 fand der erste Raubzug der Wikinger auf angelsächsischem Boden viele Jahrzehnte vor dem Auftauchen des großen heidnischen Heers statt. Späher der Nordleute reisten in ein Gebiet und beobachteten und handelten mit den Einwohnern. Dadurch erhielten sie nicht nur Einblick in das Land selbst, sondern auch in seine Machtstrukturen und Politik. Die Wikinger nutzten dieses Wissen, um zu entscheiden, ob sie einen angelsächsischen Anführer angreifen oder sich bei ihm als Söldlinge verdingen sollten. Sie benutzten die Informationen außerdem dazu, ihre folgende Invasion zu planen. Die Späher waren bei ihrer Arbeit nicht immer subtil, manchmal hinterließen sie eine Spur verbrannter Häuser und Dörfer. Das hatte jedoch System. Wikinger wollten ihre Rivalen durch Gewalt und Zerstörung einschüchtern. Sie kämpften den Krieg sowohl physisch als auch psychologisch.
Kleine, hast du jemanden goldene Dinge aus der Kapelle tragen sehen? Ein paar Männer in Fellen und Rüstungen hatten Sachen unter ihren Mänteln. Sie sprachen davon, Chippernham bei Nacht zu verlassen und dass die Statue zu schwer wäre. Dann gingen sie zu dem großen Haus neben der großen Halle. Du hast unserem Herrn einen großen Dienst erwiesen, Kind. Danke. Ich muss herausfinden, was mit der Reliquie geschehen ist. Wie sich herausgestellt hat, war das frühe Mittelalter sehr farbenfroh, von Gemälden und Stoffen bis hin zu Blumen und Gemüse. Um die Vorurteile gegen diese Epoche zu brechen, haben unsere Grafik- und 3D-Teams darauf geachtet, so oft wie möglich lebendige Farben zu verwenden. Aber wie immer musste eine gute Balance zwischen Gameplay-Bedürfnissen und historischer Genauigkeit gefunden werden. Teilweise bestanden die Entwickler auf einer bestimmten Farbe, obwohl unsere Historiker dagegen waren. Und man sollte sich nie mit Historikern anlegen. Die Schweine und Karotten in Assassin's Creed Valhalla sind zum Beispiel rosa bzw. weiß, obwohl Schweine damals eher bräunlich waren und es Karotten in verschiedensten Farben von weiß bis violett gab. Solche Entscheidungen helfen bei der Verständlichkeit der Welt und sorgen für eine gewisse Einheitlichkeit für wichtige Objekte im Spiel, zum Beispiel bei den roten explosiven Ölkrügen. Durch eine einheitliche Farbe sind solche Dinge leichter zu erkennen. Wikinger gingen üblicherweise im Sommer auf Raubzug. Sie segelten über das Meer und kamen dann rechtzeitig nach Hause zurück, um die Ernte einzuholen. Manchmal mussten sie aber auch andernorts einen Unterschlupf für die Wintermonate suchen. Ab und zu zwangen unerwartete Umstände die skandinavischen Seefahrer, einen Ort zum Überwintern zu suchen. Dann suchten sie in einer kleinen Bucht oder auf einer Flussinsel Unterschlupf, um das Ende der Kälte abzuwarten. Diese vorübergehenden Überwinterungsorte konnten auch zu permanenten Außenposten ähnlichen Lagern, Dörfern oder sogar großen Städten werden, wie auf dieser Karte zu sehen ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Konversion und Christianisierung. Konvertierte man, konnte man Christus als göttlich anerkennen und dennoch die heidnische Lebensweise beibehalten. Die Christianisierung hingegen beinhaltete eine Veränderung der Weltsicht und des Alltags. Die Christianisierung brachte für Skandinavier die folgenden Praktiken mit sich: Fasten an Feiertagen und während der Fastenzeit, Taufe ihrer Kinder, Vermeiden der Ehe unter Cousins und Cousinen, Spenden an die Kirche, Schwören auf Reliquien oder religiöse Objekte wie diese Elfenbeintafel und viele weitere. Im Gegensatz zur Konversion, die schnell vonstatten gehen kann, wurden diese Verhaltensweisen langsam in die Gesellschaft integriert. Es ist möglich, dass die Christianisierung der Nordleute vor ihrer Ankunft im angelsächsischen Britannien begonnen hatte. Viele Wikinger kamen aus Orten, wo sie bereits auf christliche Vorstellungen gestoßen waren und sie vielleicht angenommen hatten. Ihre Bekanntschaft mit dem Christentum könnte die schnelle Assimilation in die angelsächsische Bevölkerung erleichtert haben. Der Ort Chippenham in Wiltshire begann wahrscheinlich als römische Siedlung. Er wurde im 7. Jahrhundert als
Chippenham von den Angelsachsen besiedelt und im 9. Jahrhundert von den Wikingern besetzt. Dem walisischen Chronisten Asser zufolge war Chippenham ein königlicher Standort oder eine Villa während Elfreds Herrschaft. Chippenham wurde von den Truppen des Wikingeranführers Guthrum am 6. Januar 878 eingenommen. Dieses Datum hatte man gewählt, weil es der christliche Feiertag der Erscheinung des Herrn war. Die Wikinger griffen oft an christlichen Feiertagen an, um den Feind zu überraschen. Elfreds gewann letztlich Chippenham von den nordischen Eroberern zurück. Seine Truppen belagerten die Stadt 12 Tage lang, bis Guthrum der Kapitulation zustimmte. Dieses Bild aus Assassin's Creed Valhalla zeigt Chippenham aus der Vogelperspektive scheinbar friedlich trotz der Belagerung. Die Häuser der Angelsachsen waren mit verschiedenen Techniken gebaut worden, aber drei Materialien kommen immer vor: Holz, Flechtwerk und Lehm. Beim Bauen wurde gerne Eichenholz benutzt, da es robust und in ausreichender Menge verfügbar war. Flechtwerk entstand durch die Methode, kleine Zweige so zu verflechten, dass sie zusammen stabile Holzwände bildeten. Lehm wiederum ist eine Mischung aus Erde, Ton und Dung und wurde verwendet, um die Lücken zwischen den Holzteilen zu füllen oder das Flechtwerk zu einer glatten Oberfläche zu verputzen. Die Häuser und Lebensbedingungen waren abhängig vom sozialen Status. Das gemeine Volk lebte in Holzhützen wie dieser. Hier wurde an einem und demselben Ort gekocht, gegessen, geredet und geschlafen. Reichere Menschen hatten hingegen größere Häuser, eventuell mit einer Halle als Gemeinschaftsraum und mit einem separaten Gebäude, in dem die Familie schlafen konnte. Ich muss im Haus des Schlachters nachsehen. Das Kind sagte, die Diebe wären zum Haus neben der großen Halle gegangen. Björn, welch Freude, dich zu sehen. Ich suche unsere heilige Reliquie, die aus der Kapelle genommen wurde. Darf ich hineinblicken, um deinen guten Namen zu bewahren? Mit Sicherheit nicht. Meine Männer schlafen und ich lasse nicht zu, dass ein Mönch auf der sinnlosen Suche nach Schuldigen sie stört. Ich muss einen Blick hineinwerfen. Sicher gibt es einen anderen Eingang. Thank you.
Kindermund tut Wahrheit kund. Das könntest du besuchen. Die Vorräte werden jetzt streng bewacht, aber wir sollten genug für zwei oder drei. Dann brechen wir heute an. Bevor Alfreds Kriegshunde kommen, verstaue das Gold in Beuteln. Lass dich von niemandem sehen. So wird es geschehen. Irgendwann könnte ich mich gewöhnen. Ich sollte auf demselben Weg wieder hinausgehen. Ich habe das verschwundene Gold und die Reliquie aus Ilge. Ich sagte, du solltest in deine Zelle zurückkehren, Elric. Ich dulde keinen Ungehorsam, weder von meinen Männern noch von dir. Björn will am Abend mit deinen Männern aus Chippenham fliehen und dich Elfreds Zorn allein überlassen. Was? Wenn du mich anlügst, Mönch. Kehre nun in deine Zelle zurück. Ich will dich nicht wiedersehen, es sei denn, ich befehle es dir. Ja, mein Herr. Ich muss zurück in meine Stube. Gudrun verabscheut Ungehorsam. Rein mit dir, Mönch. Ich will mich nicht vor Gudrun verantworten müssen, wenn du dich ihm erneut. Einen guten Morgen, Björn. Bist du hier, dich meinen Gebeten anzuschließen? Niemals, Mönch. Ja, Gudrun will mit dir im Langhaus sprechen. Bring deinen goldenen Götzen mit. Du wirst ihn bald brauchen. Björn wartet. Ich sollte seine Geduld nicht herausfordern. Es ist wieder Zeit zu reisen, alter Freund. Diese Reliquie enthält einen Splitter des einen wahren Kreuzers, falls du ihre Macht anzweifelst. Ich zweifle jede Lüge an, die von deinen Lippen fällt. Und das sollte Gudrun auch. Du hast mir und meinen Männern viel Ärger gemacht. Ärger, den ihr euch durch eure Taten selbst eingebrockt habt. Und durch einen Mönch, der nicht weiß, wann er den Mund zu halten hat. Erst nachdem wir unsere Fehler eingestanden und um Vergebung gebeten haben, können wir sie wieder gutmachen. Erspar mir deine Predigten. Ich werde nicht vergessen, was du mir schuldest. Und das solltest du auch nicht, wenn dir dein Leben lieb ist. Es ist wieder Zeit zu reisen, alter Freund. Du wünschst mich zu sehen, Herr? Dein König hat endlich nach dir geschickt. Elfred sandte mir die Bedingungen, um mich zu ergeben, und ich nahm sie an. Du bist nicht länger mein Gefangener. Hab Dank, Herr. Ich werde deiner in meinen Gebeten gedenken. Einen Augenblick, Elric. Ich gebe zu, die Einsicht in den sächsischen Geist, den ich durch unsere Unterredungen hatte, machten Elfreds Bedingungen erträglicher. Er will, dass ich getauft und ein christlicher König werde.
Du bist es, der mich überzeugt hat, dass dies meine Macht steigern, nicht verringern würde. Natürlich. Wer immer den Weg zum Herrn findet, ist willkommen. Hoffentlich wirst du auch bald Gottes andere Gaben, jenseits schnöder Macht, zu schätzen wissen. Schnöde Macht? Hüte deine Zunge, Mönch. Nun, da der Vertrag unterzeichnet ist, endet deine Nützlichkeit. Geh durch das Haupttor. Dort wartet ein Pferd. Hinfort, bevor ich meine Meinung ändere. Ja, mein Herr. Ich suche lieber den Boten auf, ehe Gudrum seine Meinung ändert. In angelsächsischer Zeit gab es kaum einen Standesunterschied zwischen Fußsoldaten und berittenen Kriegern. Diese Unterscheidung kam erst einige Jahrhunderte später im Mittelalter. Dieser Steigbügel aus einer Kupferlegierung stammt aus dem 11. Jahrhundert. Die Geschichtsforschung ist sich weiterhin uneins, wie Pferde von den Angelsachsen im Krieg eingesetzt wurden. Man geht davon aus, dass Krieger zur Schlacht ritten, aber nicht unbedingt während der Schlacht. Westsachsen benutzten Pferde, um schnell voranzukommen und Angriffe der Wikinger abzufangen, stiegen aber eventuell ab, sobald der Kampf begann. Es sind viele Erklärungen denkbar, warum man eher zu Fuß denn zu Pferd kämpfen wollte. Indem er abstieg, gab ein Krieger die Chance auf einen leichten Rückzug auf. Diese Geste könnte als mutig angesehen werden. Sich zu verpflichten, zu Fuß bis zum bitteren Ende zu kämpfen, könnte die Bande zwischen verbündeten Kriegern gestärkt haben. Für Assassin's Creed Valhalla wurden 200 einzigartige Waffen modelliert. Nach intensiver historischer Recherche musste sich unser 3D-Team also den Kopf zerbrechen, um realistische und gleichzeitig spektakuläre Waffen zu designen. Kopfzerbrecher wäre gar kein schlechter Name für sowas. Der Flegel wurde auch als einzigartige Bewaffnung ins Arsenal mit aufgenommen, obwohl Flegel damals eigentlich nicht im Kampf, sondern bei der Ernte eingesetzt wurden. Damit diese Waffen noch besser zur Geltung kommen, wurden auch neue Kampfstile entwickelt. Es ist möglich, mit einer Waffe in jeder Hand zu kämpfen oder Gegner mit dem Schild zu schlagen. Ein echter Schildbürgerstreich. Der soziale Status eines Kriegers entschied über die Qualität seiner Ausrüstung. Je wohlhabender ein Soldat war, desto besser war er für eine Schlacht ausgestattet. Die reichsten Aristokraten waren wohl recht gut mit Schwert, Schild, Helm und Rüstung ausgestattet. Hochrangige Mitglieder des Adels trugen wahrscheinlich ein Kettenhemd unter einer dicht gewobenen festen Tunika, um sich vor feindlichen Treffern zu schützen. Wenn ein freier Mann von seinem Herrn gerufen wurde, um sich der Fürth genannten Bürgerwehr anzuschließen, war er sicher mit einem Speer, einem Rundschild und vielleicht einem Helm aus gehärtetem Leder ausgestattet. Einige Seolas trugen auch Wurfspeere oder Pfeile und Bogen. Obwohl letztere für den Fernkampf nützlich waren,
wurden sie von den Angelsachsen nicht sehr geschätzt. Bogen wurden eher als Anfängerwaffen denn eines erfahrenen Kämpfers würdig angesehen. Sie blickten womöglich darauf hinab, weil sie billig in der Herstellung und somit eher für Menschen niedrigen Standes passend waren. Diese Einstellung könnte erklären, warum so wenige Pfeilspitzen gefunden wurden und warum Bogen so selten Erwähnung in Schriftstücken der Zeit finden. Man fand auch seltene Ausrüstungsstücke dieser Epoche, die einen guten Einblick in die damalige Kriegsführung geben. Der hier abgebildete Jarmhelm ist nicht angelsächsisch, sondern angloskandinavisch und wurde in den 50ern in England entdeckt. Er ist der erste nahezu vollständige Wikingerhelm, der dort gefunden wurde, und der zweite in ganz Europa. Der erste war ein Helm, der 1943 auf einem Bauernhof in Norwegen ausgegraben wurde. Von allen anderen Wikingerhelmen wurden nur Einzelteile gefunden. Schilde spielten bei den Kampftechniken der Wikinger und Angelsachsen eine wichtige Rolle und somit auch in Assassin's Creed Valhalla. Im Spiel verwenden die verschiedenen Clans und Fraktionen jeweils eigene Formen, Farben, Muster und Embleme. Außerdem kam ein neues Gameplay-Element hinzu, die Abnutzung der Schilde. Mit jedem Treffer verliert der gegnerische Schild ein Stück, bis er zerbricht. Außerdem sind jetzt auch Angriffe mit dem Schild möglich. Ein Funfact am Rande. Auf Schlachtfeldern gab es tatsächlich oft Händler, die die Kämpfenden mit neuen Schilden und Waffen versorgten. Tja, die Wikinger waren halt sehr einfallsreich. Das wäre allerdings kein Job für mich, fürchte ich. König Elfred kann diesen großen Sieg für sich beanspruchen, auch wenn Gott seine Hand stärkte. Bruder Elric, ich sollte hier auf dich warten. König Elfred wünscht, dich umgehend zu sehen. Dann lassen wir den guten König nicht warten. Was gibt es Neues in Winchester seit der Weihnacht? Zu viel, um es zu erzählen. Doch die Schlacht bei Etandun wurde gewonnen und bald werden die Menschen von Westsexe wieder frei ihr Land bestellen können. Trotz so vieler Jahre Krieg scheint das Land fast unberührt. Ja, die Schönheit der Natur hat es nicht annähernd so hart getroffen wie uns. Es ist eine Freude, Sie endlich als freier Mann wiederzusehen. Und, Neues vom König? Wie feiert er seinen Sieg? Mit Plänen und Beratungen bis tief in die Nacht. Noch nie hat ein Mann bei der Verkündung eines so großen Sieges so wenig gelächelt. Er sollte auch wachsam sein. Gudrum ist noch nicht gezähmt. Wenn du es sagst. Sein Kampfgeist schien versiegt, als ich König Elfreds Bedingungen überbrachte. Ich bete, dass du recht hast. Es wäre gut, wenn der Krieg vorbei ist. Für uns und für ihn. Darauf trinke ich, Bruder! Als Megalithen werden riesige prähistorische Steine bezeichnet, die für Monumente verwendet wurden. Megalithen spielten wahrscheinlich bei den religiösen Riten uralter Gesellschaften eine Rolle. Megalithische Monumente, zu denen auch Steinkreise gehören, sind in der ganzen Welt zu finden. In England gibt es mehrere in Kreisen angeordnete Formationen aufrecht stehender Steine. Manchmal stehen die Megalithen alleine, manchmal in Paaren und mit einem weiteren Stein als Dach oder Deckel obendrauf. Avebury beherbergt einen der größten Steinkreise der Welt. Dieser hat einen Durchmesser von 331,6 Metern und wurde im 4. Jahrtausend vor unserer Zeit errichtet. Das Monument von Avebury verfügt über ein großes Henge, eine runde, erhabene Erdfläche, einen großen äußeren Steinkreis und zwei kleinere Kreise im Zentrum.
Die Struktur des Landbesitzes in den angelsächsischen Territorien befand sich schon vor der Ankunft und der Eroberung durch die Skandinavier im Wandel. Große Besitztümer wurden in immer kleinere Fragmente aufgeteilt. Die Verlierer dieser Veränderungen in den Besitzverhältnissen waren vor allem säkulare und religiöse Aristokraten, deren große Anwesen auseinandergerissen und umverteilt wurden. Die Teile gingen einerseits an die Wikinger, deren Invasion die Zersplitterung der Territorien weiter vorantrieb, aber auch an weniger vermögende angelsächsische Familien, für die neuer Grundbesitz einen besseren sozialen Status bedeutete. Diese Zeichnung von Lincoln und seiner Umgebung zeigt, wie das Land damals verteilt war. Anglo-nordische Landwirtschaft. Die Skandinavier besetzten immer größere Teile des angelsächsischen Britanniens und ihre Bevölkerung wuchs. Dieses Bevölkerungswachstum zog auch eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion nach sich. Durch die zunehmende Bevölkerung wurden auch immer mehr Grundversorgungsmittel benötigt. Die Ernteerträge und Viehbestände mussten also ebenfalls wachsen, um alle zu ernähren und einzukleiden, aber auch zu handeln und Steuern zu bezahlen. Skandinavische Siedler bauten wahrscheinlich 4 Sorten von Getreide an. Weizen, aus dessen Mehl Schwarzbrot hergestellt wurde, Gerste zum Brauen von Bier, Roggen und Hafer, um Mensch und Tier zu ernähren. Sie bauten auch Gemüse und Kräuter wie Dill und Koriander zum Würzen von Speisen an. Sie züchteten Flachs und Hanf, um Stoffe herzustellen, mit denen sie nicht nur Kleidungsstücke anfertigten, sondern auch Handel trieben. Die Verwendung von Nutztieren unterschied sich kaum zwischen den Skandinaviern und Angelsachsen. Beide hielten Kühe zur Milch- und Fleischgewinnung und setzten Ochsen zum Pflügen der Felder ein, wie in dieser Illustration zu sehen ist. Die englischen Burgen sollten für alle, die Zuflucht suchten, weithin sichtbar sein. Allerdings hatten die Herrscher nicht bedacht, dass die Burgen so auch die Wikinger anlockten. Alle Festungen in Assassin's Creed Valhalla wurden von den Burgen inspiriert, die das Entwicklerteam in England besucht hatte. Porchester, Derby, Goodridge und Housesteads, die römische Festung am Hadrianswall. Allein die Ausgaben in den Museumsshops hätten fast das Spielbudget gesprengt. Das Kastell Trefaldwyn in Wales war die Inspirationsquelle für die fiktive Feste Caustor, eine Burg in der Region Shropshire. Die Festen in Assassin's Creed Valhalla versprechen fette Beute bei Raubzügen. Ihre Herrscher werden sich auf der Flucht vor Eivor oft hinter diese schützenden Mauern zurückziehen. Wirklich entkommen können sie so aber nicht. Also gut, erstmal vielleicht schon, aber am Ende kriegt Eivor sie ja doch. Ugh!
König Elfred erwartet dich drin. Danke, dass du mich sicher zurückgebracht hast. Elfred wird schon auf meine Rückkehr warten. Angelsächsischen Britannien wurde erwartet, dass Könige und Königinnen von einer Gruppe mächtiger Adliger beraten wurden, dem Witan Nagemot. Die Witan genannten weisen Männer trafen sich zu einer Versammlung namens Gemot, um den Herrscher zu beraten. Das Witan Nagemot bestand aus Adligen, wie auch immer man das ausspricht, mit sowohl weltlichen als auch religiösen Hintergrund. Es gab dort Edelleute und Erzbischöfe, Aldermänner und Äbte. Diese Illustration zeigt, dass Witan Nagemot beratend an der Seite des Herrschers. Ihr Rat sollte sicherstellen, dass die erlassenen Gesetze gerecht und ehrbar waren. Die Existenz dessen zeugt, dass die Gesetzgebung keine Einzelunternehmung war. Wie bei jedem Gruppenprojekt galt, je besser das Team zusammenarbeitet, desto besser wird das Endprodukt. Wenn der König und das Witan Nagemot ein schwieriges Verhältnis zueinander hatten, konnte das System zusammenbrechen. Denn so wie der König das Witan Nagemot zusammenrufen konnte, durfte auch der Rat den König rufen. Ignorierte ein Herrscher den Rat und seine Worte, bestand die Gefahr, dass die erlassenen Gesetze angefochten wurden. Sie mussten also ein gutes Machtgleichgewicht finden, damit Gesetze schnell und effizient erlassen werden konnten.